Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von Triple Transwarp, den Star Trek Online Raumschiff Bewertungsportal, Bewertungslabor um genau zu sein. Und in dieser Folge stellen wir heute ein weiteres T1 Sensor Stift vor, und zwar, wie man hier schon wunderbar sieht, die Oberklasse oder wie auch immer man sie auch richtig ausspricht, denn in der Serie habe ich das, oder in dem Film habe ich die Klasse, wie sie ausgesprochen wird, nie gehört. Man hat sie bis jetzt immer nur gelesen. Aber sie kam dort öfters vor, und insgesamt haben so diesen Schiff 41 Leute bewertet, ein bisschen weniger als bei den letzten Schiffen. Es ist aber auch ein Schiff, was man auch in Star Trek Online relativ selten sieht, daher auch ein bisschen verständlich, warum da wahrscheinlich manche nicht bewertet haben, denn viele kaufen dieses Schiff nicht, was ich allerdings nicht verstehe, warum. Denn dieses Schiff hat auch Kleinigkeiten zu bieten, die man auch später nutzen kann, wo wir aber später noch drauf zurückkommen. Und ich persönlich finde es ein wunderbares Schiff, diese Oberklasse. Es bricht zwar ein paar Traditionen von den Star Trek Schiffen, aber dennoch ein Schiff, was definitiv da reingehört. Und da kommen wir auch schon gleich in den ersten Bereich, und zwar zum Bereich Design. Und da sind wir auch schon hier bei unserem Schiffsdesigner und schauen uns den ersten Bereich Design uns genauer an. Aber bevor ich jetzt auf den Star Trek Online internen Bereich komme, komme ich erst einmal zum Schiff selber. Denn dieses Schiff, diese Oberklasse, war das erste Mal in Star Trek 3 zu sehen, unter dem Namen USS Chrism, wo es den Genesis-Planeten untersuchen sollte, auf dem sogar Chekov kurz stationiert war als Offizier. Dann war es später, also das Schiff wurde dann auch später mal von einem klingonischen Bird of Prey zerstört, denn es ist halt nun mal kein Kampfschiff, sondern ein kleines Forschungsschiff. Dann war es auch einmal in Star Trek 7 zu sehen. Es war eins der Schiffe, was die Überlebenden der abgestürzten Enterprise D mitgeholfen hat zu evakuieren. Dann war es auch diverse Male in den Serien zu sehen, unter anderem Deep Space Nine war es sehr oft an der Station angedockt. Man hat zwar immer nur kurz gesehen, wie es an der Station angedockt war. In Next Generation hat es öfters größere Rollen gehabt. Es gab diverse Rollen, wo zum Beispiel eine Geschichte aus der TOS-Serie aufgerollt wurde mit diesen besoffenen, betrunkenen Crewmitgliedern, die das Schiff dann so seine Kontrolle verloren haben. Dann später noch eine Hauptrolle gehabt in der Folge das Pegasus-Projekt, wo das Schiff mit einer experimentellen Tarnvorrichtung ausgestattet war. Und also das Schiff kommt definitiv in den Kinofilmen und in den Serien vor. Von daher, was diesen Canon-Bereich angeht, ob es in Star Trek vorkommt, was ja auch in ein großer Kritikpunkt ist von dem Bereich Design, auf jeden Fall Pluspunkte, denn es kommt, wie gesagt, definitiv vor. Es bricht zwar mit ein paar Star Trek Föderationsdesign-technischen Sachen, also es ist im ersten Moment sah es sehr anders aus als die üblichen Star Trek Raumschiffe, aber dennoch hat es seinen Platz in Star Trek gefunden. Ich persönlich finde es wirklich ein schönes Schiff. Das Design selber hat unter den ganzen 41 Bewertern sehr zwiespaltige Meinungen getroffen, von hässlichstes Schiff ever bis hin zu meinem Lieblingsschiff, war wirklich alles dabei. Und das hat man auch bei den Noten gesehen, von 1 bis 10 war wirklich quer verteilt alles da. Also das Schiff muss wirklich seinen Liebhaber haben. Ich persönlich finde es toll, aber ich möchte auch vielleicht mal ein bisschen gerade denen, die meinen, das Schiff ist hässlich, vielleicht auch mal erzählen, warum das Schiff eigentlich so aussieht, denn da habe ich auch mal ein bisschen nachgeschaut. Es ist zwar so nie in Star Trek so sehen gewesen, aber dieses Schiff ist eigentlich ein modulares, einsetzbares Schiff, also ein Schiff, was man auf den speziellen Einsatzbereich einstellen kann. Sprich, dieser Bereich hier unten, wo jetzt hier bei dieser Oberklasse ein wissenschaftliches Modul ist, sprich mit Zusatzsensoren, Frachtraum, vielleicht Forschungseinrichtungen oder sonst irgendwas, das kann man austauschen. Also dieser Bereich ist gedacht, dass man den wechseln kann. Das erklärt auch dieses Flügeldesign, was im Endeffekt dann mehr die Funktion von solchen Greifhaken, von solchen Klammern erklärt. Denn dieses Schiff habe ich jetzt dann auch schon gesehen mit einem Torpedomodul, ähnlich wie bei der Miranda-Klasse unten dran gesehen. Da wäre es dann eher so ein kleines Kampfschiff. Dann habe ich das Schiff noch als Frachtschiff gesehen. Dann war wirklich ein riesengroßes Frachtmodul hier unten angebaut. Und ich habe das Schiff natürlich auch noch komplett ohne unteren Bereich gesehen. Also das Schiff ist als modular einsetzbares Schiff gedacht. Und daher erklärt sich dann auch, wie sie gesagt, dieses Greifhaken-ähnliche Design, wodurch dann unten nochmal dieses Modul separat dranhängt. Denn ansonsten ist es eigentlich ein ineffektives Design, denn vor jedes Mal von oben nach unten zu kommen oder jedes Mal über die Flügel zu gehen, ist auch nicht gerade effektiv. Und da aber trotzdem, wie gesagt, durch dieses modulare Design erklärt sich das wieder. Von diesen 41,
Soweit wollte ich noch gar nicht kommen. Ich wollte noch gar nicht erzählen, wie viele Punkte es gibt. Wir wollen erstmal hier intern schauen. Intern, Star Trek Online intern, ist es schon mal so, dass wir hier nur die Oberklasse auswählen können. Sprich, dieses Modul unten lässt sich in Star Trek Online nicht ändern. Einen Innenraum gibt es auch nicht. Es gibt leider keine Brücke. Auch wenn ich die gerne gehabt hätte. Es gibt eigentlich kein Schiff, bei dem ich nicht gerne eine Brücke hätte. Aber auf jeden Fall bei diesem Schiff gibt es keinen Innenraum. Also man muss wirklich von den Standardbrücken, die man hat, auswählen. Von den Fenstern können wir auf jeden Fall auswählen. Kann ich ein bisschen reinzoomen? Nein. Also da haben wir die vier Designmöglichkeiten, wo sich auch die Rettungskapseln dementsprechend ändern. Da kann man dann wirklich frei auswählen. Dann Materialtyp haben wir auch 5 Stück zur Auswahl. Die Standardtypen, sage ich jetzt mal. Und was man aber nochmal ändern kann, ich gehe mal auf den fortgeschrittenen Modus, sind die Warp-Gondeln. Denn in den Serien und Filmen war es nämlich so, dass die Warp-Gondeln nicht geleuchtet haben. Man kennt aber von Warp-Gondeln von Star Trek, dass die eigentlich leuchten. Und zwar kann man das dann nämlich hier einstellen. Will man es lieber so haben, wie man es von Warp-Gondeln kennt, dass sie blau leuchten, dann stellt man das so ein. Oder man will es mehr so haben wie in den Filmen und in den Serien, dann kann man die auch auf dunkel einstellen. Also das ist eine Einstellmöglichkeit, die dieses Schiff bietet. Ist zwar jetzt natürlich nicht jetzt überragend, dass man sagt, ja, das hat die Welt gebraucht. Andererseits ist es aber gerade, wenn man wirklich Nostalgiker ist und das Schiff wirklich kennen und einrichten will, dann ist das schon wieder ganz nice gemacht. Ich persönlich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich könnte mich sogar nicht mal entscheiden, welches ich nehmen soll. Ansonsten, was haben wir denn noch? Die Muster können wir auf jeden Fall noch auswählen. Die sind auch auf dem Schiff sehr deutlich zu sehen. Ich mache wie immer mal einen harten Kontrast, damit man wirklich mal sieht, was man da rausholen kann. Denn die Farben, die haben auch großen Einfluss drauf. Machen wir mal hier blau und, ja, machen wir grün. Blau und grün. Wie man sieht, kunterbuntes Schiff. Also da lässt sich auch einiges einstellen da hier. Was das also angeht, lässt es sich sehr individualisieren. Also Schiffshülle an sich lässt sich gar nichts machen, leider. Schiffsfarben an sich lassen sich aber schon wieder viel machen. Also etwas kann man es auf jeden Fall individualisieren. Aber trotzdem ist die Individualisierungsmöglichkeit bei diesem Schiff sehr begrenzt. Allerdings ist das Schiff an sich schon ziemlich Individuum, denn ganz ehrlich, in Star Trek Online selber sieht man es sehr, sehr selten rumfliegen. Sehr wenige fliegen mit dem Schiff rum, was sich natürlich auch wieder in der Bewertung widerspiegelt, da es manche einfach nicht mögen. Und ich persönlich finde es als schönes Schiff und ist schade, dass es nur T1 ist. Als T2 mit ein bisschen besserer Ausstattung hätte es mir bestimmt auch ganz gut gefallen, denn es ist ein reines Wissenschaftsschiff und wäre auch als T2 ganz gut gekommen. Dieses Schiffsdesign, sollte man vielleicht auch dazu sagen, ist sehr effektiv in Star Trek selber gewesen, denn wenn man berücksichtigt, von Star Trek 3 bis hin mindestens Star Trek 7, eigentlich sogar noch später, es war ja dann eigentlich die letzteren Deep Space Nine Folgen, waren ja sogar schon nach Star Trek 7, wo das Schiff zu sehen ist. Also es hat insgesamt eigentlich, mal kurz nachrechnen, 5 bis 6 Enterprises im Prinzip ging dieses Design über. Also das Schiff, dieses Design ist eigentlich sogar noch länger im Einsatz als die Excelsior-Klasse und gerade die Excelsior-Klasse ist ja eigentlich schon ein Design, was schon sehr lange im Einsatz ist. Also von daher vielleicht ein unspektakuläres, aber dennoch sehr effizientes und robustes Schiff, was lange in Star Trek seinen Zweck gefunden hat. Also ein sehr beliebtes Schiff bei der Sternenflotte. Dieses Design wurde übrigens später dann von der Nova-Klasse ersetzt. Auch ein sehr gutes Schiff, das werden wir auch noch bewerten. Das ist dann definitiv ein T2-Schiff. Und ja, auf jeden Fall, von diesen 41 Bewertern gab es insgesamt eine Durchschnittsbewertung von 7 Punkten. Ein bisschen mehr als die Hälfte, also es finden Leute schon mehr das Schiff in Ordnung. Aber wie gesagt, es gab auch einige, die natürlich auch nur einen Punkt gegeben haben. Das hat dann die Bewertung etwas gedrückt. Mir ist es bewusst, wie gesagt, dass dieses Schiff seine Liebhaber haben muss. Ich bin definitiv einer davon. Und deswegen finde ich aber trotzdem noch 7 Punkte definitiv in Ordnung. Und ja, mehr bleibt mir einfach eigentlich nicht mehr dazu zu sagen. Und da kommen wir auch schon gleich zum nächsten Bereich. Und da kommen wir doch schon auch gleich zum nächsten Bereich, zu dem Bereich Kosten. Und da kommen wir eigentlich schon gleich zu dem ersten Besonderen. Denn wie man hier sieht, die Oberklasse ist wie auch alle anderen T1-Schiffe, abgesehen von der Miranda-Klasse, ein Sensor-Schiff und kostet im Sensor aktuell 500 Cent, was eigentlich genauso ist wie alle anderen Sensor-Schiffe T1. Und ja, bleibt eigentlich nicht viel zu sagen. Also es kostet, wie gesagt, 500 Cent. Ist eigentlich genau das gleiche wie bei den letzten zwei Schiffen, die ich noch bewertet habe, wie bei der NX-Klasse oder bei der Constitution-Klasse. Preislich gibt es da keinen großen Unterschied. Es gibt es auch nur über den Sen-Store, sprich einfach die Lithium gegen Sen eintauschen oder Sen über Echtgeld kaufen. Und dann gibt es dieses Schiff. Und 500 Cent sind jetzt nicht die Welt. Vor allem, da dieses Schiff
im Vergleich zu den anderen beiden Sensor-Schiffen, die wir ja schon untersucht haben, etwas bietet, was man auch lange über dem T1 hinweg benutzen kann. Aber das werde ich später zeigen unter dem Bereich sonstige Spezialeigenschaften und so weiter. Denn dieses Schiff hat eine Konsole, die man wirklich lange noch nutzen kann, die ich sehr gerne benutze, wo ich auch viele Leute kenne, die sie gerne benutzen. Daher sind eigentlich diese 500 Cent bei diesem Schiff besser angelegt vielleicht als bei den anderen Schiffen. Und ich denke mal, das gibt auch viele, die dieses Schiff nur wegen dieser Konsole kaufen, aber dennoch das Schiff nicht fliegen, weil sie es einfach nicht hübsch finden. Aber wie gesagt, ich finde es hübsch und 500 Cent finde ich auch angemessen. Ich bereue sogar ein bisschen, dass ich es bisher jetzt noch nicht beim keinen Charakter so richtig geflogen habe. Ich habe es auch erst vor kurzem gekauft. Zum Teil auch wegen dieser Triple Transwarp, um es euch einfach mal zu zeigen. Und es war vor allem Angebot. Aber wie gesagt, 500 Cent sind in Ordnung. Und von diesen 41 Bewertungen wurden insgesamt eine Bewertung von 6,5 angegeben, was ich definitiv auch voll und ganz in Ordnung finde. Und wenn man es mal mit den anderen Schiffen vergleicht, von den Kosten, wenn man sieht, die Miranda-Klasse 8,5 ist klar, es ist nochmal umsonst gewesen. Die NX-Klasse 6 Punkte und die Constitution-Klasse auch 6 Punkte. Von deren Sicht ist im Prinzip genau das, was ich jetzt erwähnt habe, mit diesen 6,5 Punkten, wo im Prinzip ein bisschen mehr ist wie die letzten beiden Schiffe. Das hat auch gerechtfertigt, dass dieses Schiff etwas hat, was man auch länger benutzen kann. Und deswegen sich diese 500 Cent bei diesem Schiff mehr rentieren. Kommen wir als nächstes zu den Raumschiff-Eigenschaften und schauen wir uns gleich mal an, was denn dieses Schiff uns zu bieten hat. Schauen wir erstmal, was im Sensor denn alles steht. In 23 Jahrhunderten wurde die Oberklasse von der Sternflotte zunächst als Wissenschaftsschiff und Erkundungsschiff eingesetzt, dann aber vor dem Dominionkrieg außer Dienst gestellt. Gut, das weiß ich jetzt nicht. Ich könnte schwören, ich hätte es auch während dem Dominionkrieg ab und zu noch an der DS9 angedockt gesehen, aber okay. Die jüngste Verbesserung im modularen Schiff- und Schildbau machen dieses Schiff zu einer Option für Lieutenant-Mission. Ja, das habe ich ja gemeint mit diesem modularen System. Mindestrang Lieutenant, Besatzung 80 ist nicht viel. Waffen 2 Bug, 1 Heck. Geräteplätze 2, Brückenoffizierstation, ein Fähnrich-Taktik, ein Fähnrich, obwohl das in den Brückenoffizier ist, kommen wir später noch dazu. Dann Konsolenplätze kommen auch noch dazu. Basiswendigeschwindigkeit 13 Grad pro Sekunde, also schon wendig. Dann Impulsmodifikator 0,15, Hüllstärke 10.000, auch Standard für T1. Da war ja bis jetzt nur die Constitution-Klasse ein bisschen mehr. Plus 5 Hilfsenergie, also wirklich auf Wissenschaft ausgelegt. Sensorenanalyse, wie halt auch ein Schiff hat, die Sensorenanalyse. Dann verstärkte Sensoren. Was das jetzt allerdings gerade nochmal für Auswirkungen hat, weiß ich gerade nicht. Ich glaube einfach nur, dass man da getarnte Schiffe eher entdeckt oder einfach von der Reichweite her. Verbesserte Plasmaverteiler, Universalkonsole, da kommen wir aber später noch drauf zurück. Ansonsten schauen wir nochmal, was hier steht. Hier steht auch nochmal, muss gerade nur nochmal gucken, das stand da jetzt nicht. Also wie man sieht, die Konsolen und BO-Plätze schauen wir uns in den späteren Bereichen an. Die Waffen sind wie T1 üblich, Hüllenstärke T1 üblich, Schildmodifikator von 1,2 ist in Ordnung. Mannschaftsstärke 80, Basiswendigkeit 13, Geräteplätze 2. Also eigentlich in groben und ganzen nichts Besonderes, denn wenn das Besondere an diesem Schiff ist eigentlich die Konsole später. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man schon mit Wissenschaftler anfängt, kann man da gleich mit Wissenschaft warm werden, allein durch dieses plus 5 Hilfsenergie und Sensoranalyse und Subsystemanvisierung hat das Schiff auch noch. Das ist auf jeden Fall, wenn man mit Wissenschaften anfängt, ist das auf jeden Fall schon die richtige Richtung, wo man gehen könnte, um gleich mit diesen ganzen Wissenschaftsfähigkeiten, die ein Wissenschaftsschiff mit sich bringt, einfach warm zu werden. Von diesen 41 Bewertungen haben insgesamt einen Durchschnittswert von 5 Punkten abgegeben, was ein guter Mittelwert ist, genauso wie bei allen anderen Schiffen, die wir bis jetzt gemacht haben, abgesehen von der Miranda-Klasse, die hatten einen etwas anderen Wert gehabt. Und ein guter Mittelwert, kann man nicht viel dazu sagen. Ich finde es immer noch für T1 einen guten Wert, denn wenn man bedenkt, was später noch für große Schiffe kommen, ist es auf jeden Fall, da kommt ja noch einiges dazu, von deren Sicht ist eigentlich 5 Punkte ein guter Wert und kann ich so auch wirklich unterschreiben. Kommen wir zu dem Brückenoffizierslayout und das ist mindestens genauso unspektakulär wie bei allen anderen Schiffen bis jetzt gewesen. Und zwar einfach nur ein Taktik, ein Technisch und ein Wissenschaftsoffizier. Gibt es nicht viel drüber zu reden, es ist genau wie bei den letzten Schiffen
Und Tier 1 typisch auf jeden Fall. Und daher kann ich auch gleich zu der Bewertung kommen. Und zwar haben von den 41 Bewertungen eine Punktzahl von 4,5 abgegeben. Auch ein ziemlicher Mittelwert. Ist voll und ganz in Ordnung. Und wie gesagt, gibt nicht viel drüber zu reden. Deswegen kommen wir auch schon gleich zum nächsten Bereich. Und fast genauso unspektakulär sind auch die Konsolenplätze. Das Schiff bietet eigentlich genau das gleiche wie bei den letzten Schiffen. 2 Geräteplätze, 1 Technik, 2 Wissenschaft und 1 taktische Konsole. Und das einzige Besondere ist eigentlich noch diese zusätzliche Wissenschaftskonsole. Die NX-Klasse hatte ja noch eine zusätzliche taktische Konsole mit diesem Greifhaken-Konsole. Und dieses Schiff hat noch die zusätzliche Wissenschaftskonsole mit der Wissenschaftskonsole drin. Und genau wie bei der NX ist man nicht gezwungen, diese Konsole zu verwenden. Also man kann natürlich auch die Konsole rausbauen und irgendwas anderes reinbauen. Dann hat man auch wirklich beide Wissenschaftskonsolen frei zur Verfügung. Allerdings, wenn man die nutzen will, diese Konsole, dann hat man im Endeffekt genauso wie bei allen anderen Schiffen diese Konsolenplätze auch. Und ich finde es eigentlich auch gut, dass das so gelöst ist, denn es wäre schade, wenn es wirklich nur jeweils nur einen gäbe, wie es eigentlich Tier 1 typisch ist, und diese Konsole dann diesen einen Wissenschaftsplatz verbrauchen würde, dann wäre der weg und man könnte wissenschaftlich ansonsten nichts mehr machen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass man es so lösen konnte. Und ja, auf jeden Fall haben wir von diesen 41 Bewertungen auch genau wie bei den Brückenoffizierstationen einen Durchschnittswert von 4,5 ergeben. Ja, kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, passt. Es gibt bei den Tier-1-Schiffen eh nicht viel zu erzählen, was bei sowas angeht. Und interessant wird jetzt eigentlich gleich das hier im nächsten Bereich. Und da kommen wir auch schon gleich zu dem Bereich, was dieses Schiff so besonders macht. Und zwar seine Universalkonsole, verstärkter Plasmaverteiler. Ich lese einfach mal vor. Verstärkter Plasmaverteiler, Bonus auf Schild, Antriebs- und Hilfsenergie. Repariert deaktivierte Schilde, Antriebe und Hilfssysteme. Immun für 15 Sekunden gegen Deaktivierung von Schilden, Antrieb und Hilfssystemen. Plus 50 Einstellungen der Schildenergie für 15 Sekunden. Plus 50 Einstellungen der Antriebsenergie für 15 Sekunden. Plus 50 Hilfsenergieeinstellungen für 15 Sekunden. Und dann dazu noch plus 10 maximale Schildenergie für 15 Sekunden, plus 10 maximale Antriebsenergie und plus 10 maximale Energie für Hilfssysteme für 15 Sekunden. Das heißt, das ist eigentlich nichts anderes wie eine richtig geile Batterie, die ganzen Energiewerte nach oben schießen lässt, inklusive noch einen Bonus dazu gibt, dass man nochmal plus 10 maximale Energieleistung bekommt. Das heißt, es ist wirklich eine sehr schöne Konsole, die wirklich universal einsetzbar ist auf jedem Schiff und eine Konsole, die man auch lange über T1 hinaus verwenden kann, wo ich auch viele kenne, die das auch machen. Und es ist vor allem auch wirklich ein kleiner Geheimtipp für Leute, die ein bisschen auf diesen rote Materie-Kondensator scharf sind. Den habe ich dann mit Absicht jetzt mal parallel dazu reingemacht, mit dem man vergleichen kann. Denn manche hätten ja ganz gern die rote Materie-Kondensator, weil der auf alle Energiewerte gleichzeitig wie eine Batterie Energie gibt, aber an den rote Materie-Kondensator kommt man so einfach nicht dran, den gibt es auch nicht im Sense-Store, den gibt es nur durch diverse Gewinnspiele oder durch die Collector's Edition oder wie auch immer. Und ich kann aber empfehlen, für 500 Zen kauft euch die Oberklasse und nehmt die Konsole, denn die ist besser. Denn ich erzähl's nochmal, es gibt plus 50 Einstellungen der Energiewerte, plus die 10 Maximalwerte für 15 Sekunden insgesamt. Der rote Materiekondensator hat lediglich nur plus 25 alle Energieeinstellungen. Das heißt, diese Konsole bietet doppelt so viel Energie mit plus die 10 Maximalenergie, was diese Konsole nicht hat, die bietet nur 25 Energiewerte. Aber das einzige Unterschied ist, was eigentlich bei der Konsole besser ist, die rote Materiekondensator macht es für 20 Sekunden und diese Konsole für 15 Sekunden. Allerdings finde ich diese Konsole besser. Also für jeden, der eigentlich auf diese rote Materiekondensator scharf ist, aber nicht drankommt, empfehle ich, die Oberklasse zu kaufen und diese Konsole dafür zu holen. Also man sieht wirklich mal den Vergleich, die rote Materiekondensator und den Plasmaverteiler. Also definitiv ein schmuckes Stückchen und ich werde es auch mal zeigen. Im Prinzip zeigt man es eigentlich nur an den Energiewerten. Ist momentan alles auf Standard eingestellt. Aller Wissenschaft natürlich die plus 5 Hilfsenergie sind aktuell drin. Und ich aktiviere jetzt einfach mal erst einmal den rote Materiekondensator. So, wie man sieht, ist alles jetzt auf 3 Viertel oben. Und das jetzt natürlich für 20 Sekunden. Dauert es natürlich ein bisschen, bis das wieder unten ist. Und es bietet aber wie gesagt immer noch jetzt 80 von... Moment. Ne, halt so viel sind eingestellt. 50 sind eingestellt, man hat aber mehr. Genau, jetzt geht's wieder runter. So, und jetzt parallel dazu mache ich jetzt den Plasmaverteiler an. So,
Wie man sieht, bietet es jetzt diese Zusatzenergie außer auf die Waffenenergie. Also man muss aber bedenken, dass... Ich muss gerade mal kurz schauen, wie viel hast du? 105 hat das jetzt aktuell. Man darf aber nicht vergessen, dass dieses Schiff... dass eigentlich so gut wie jeder sowieso mit maximalen Energie auf Waffen fährt. Das heißt, diese Energie ist sowieso eigentlich immer auf Maximum. Und von daher auf jeden Fall schön einsetzbar. Das heißt, normal die meisten fliegen wirklich Maximum auf Waffen. Und dann gibt es einen Teil, die gerne auf den Rest auf Schilde fahren. Oder, so wie ich das auch ganz gerne mache, den Rest auf Hilfsenergie fahren. Und den Rest kann man eigentlich dann nochmal schön mit dieser einen Konsole nochmal hochpushen. Ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Möglichkeit, die man einsetzen kann. Ich persönlich finde die Plasmaverteiler auf jeden Fall besser wie den Rote Materie Kondensator. Auch wenn der Rote Materie Kondensator auch noch ein bisschen aus die Waffenenergie mir drauf knallt, was der Plasmaverteiler nicht macht. Aber lang um den heißen Brei geredet. Die 41 Bewerter, die diese Konsole, diese Spezialeigenschaft im Prinzip bewertet haben, haben dadurch eine Durchschnittsbewertung von Note 6 gegeben, was ein guter Wert ist, finde ich. Ich finde aber auch, es hätte ruhig ein bisschen mehr verdient, denn wie gesagt, diese Konsole lässt sich auch noch lange über T1 hinaus sehr schön verwenden. Ich benutze es momentan auch immer noch auf meinen Level 54 Charakter und immer noch sehr schön einsetzbar, was mir immer vielleicht noch in Verbindung mit anderen Sachen die Energiewerte immer nach oben knallt. Es gibt zwar auch noch andere Möglichkeiten, um die Energiewerte nach oben zu tun, aber das ist eine Möglichkeit, die man dann auch von Anfang an, vom ersten Level an schon nutzen kann, was ich persönlich sehr gut finde. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz warten, bis der Cooldown vorbei ist, denn ich will das mit diesen maximalen Energiewerte-Einstellungen nochmal nachschauen. Denn ich werde jetzt mal die Hilfsenergie mal auf Maximum machen. Und schauen, auf wie viel der mir die hoch tut. Normalerweise sind ja, glaube ich, 120 Standard. Und wenn ich jetzt die Energie rein einsetze. Ja, jetzt schön wird es mir angezeigt. Da. 135. Das heißt, 120 oder 125 ist Standard. Aber der haut mir die Energie hoch bis 135. Das heißt, da sind diese plus 10 Energiewerte, die er dann noch draufhaut. Das heißt, man kann über den Standard-Maximum-Wert immer noch drüber hinaus Energie geben, was ich sehr gut finde. Und das schon seit ab Level 1 im Endeffekt. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also wie gesagt, 6 Punkte, Durchschnittsbewertung, kann ich so unterschreiben, bin ich dabei, könnte auch ein bisschen mehr vertragen. Ansonsten finde ich es in Ordnung und ja, kommen wir mal noch zum Schlusswort. So, und da sind wir auch schon beim Fazit von diesem Bewertungslabor von der Oberklasse. Und ich fasse nochmal alles zusammen. Wir haben einen Designwert von 7 Punkten, einen Kostenwert von 6,5 Punkten, einen Schiffseigenschaftenwert von 5 Punkten, einen Brückenoffizierswert von 4,5 Punkten, genauso wie der Konsolenwert, der auch mit 4,5 Punkten daherkommt und noch einen sonstigen, sprich Spezialeigenschaften und so weiter Wert von 6 Punkten. Das Ganze macht einen Durchschnittswert von 5,5 Punkten und ja, eigentlich ein guter Wert für ein Schiff, was eigentlich manche überhaupt nicht fliegen wollen und kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Ich mag das Schiff selber wirklich sehr gerne. Ich bin es aus irgendwelchen Gründen einfach bisher noch nie geflogen. Also ich habe noch ein paar, seit der Delta-Rekrutierung noch ein paar Charaktere auf dem Anfangslevel noch, die ich auch irgendwann mal spielen werde. Und ich denke mal, spätestens bei einem Wissenschaftler von denen werde ich dieses Schiff auspacken und werde ich das Schiff auch aktiv nutzen. Aber ansonsten, die Konsole ist definitiv empfehlenswert. Die kann jeder sich mal holen und jeder sich mal einbauen. Und ich denke mal, jeder wird zufrieden sein, diese Konsole zu haben. Und ja, ich kann eigentlich groß nichts mehr dazu sagen. 5,5 Punkte, ein Wert, mit dem ich auch absolut einverstanden bin und ja, kann ich so übergeben. Und zum Schluss habe ich eigentlich nichts anderes zu sagen, als wieder mal Dankeschön an alle, die bewertet haben. Diesmal waren es zwar ein bisschen weniger, aber habe ich eigentlich auch schon mit gerechnet gehabt, denn es, wie gesagt, man sieht das Schiff nicht sehr oft in Star Trek Online. Ich kann mir auch vorstellen, dass manche vielleicht nicht so Augenmerk auf die Konsole haben und einfach nur denken, ah, das Schiff ist hässlich, brauche ich nicht. Deswegen ist vielleicht auch mal für diese Leute ein bisschen dieses Video hilfreich, damit die mal gesehen haben, was denn diese Konsole eigentlich kann, die ich wirklich gut finde. Und vielleicht regt das sogar manche Leute jetzt an, das Schiff zu kaufen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich euch jetzt aufrufe, dass ihr es kaufen sollt, um Gottes Willen, das ist jedem selbst überlassen. Aber vielleicht sehen jetzt manche Leute dieses Schiff mit anderen Augen, gerade wegen dieser Konsole.
und kaufen sich das Schiff jetzt auch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dieses Schiff öfters in Star Trek Online zu sehen, denn es gehört einfach zu Star Trek dazu, genauso wie die Constitution-Klasse oder Miranda-Klasse und ist definitiv ein würdiges Schiff für Star Trek Online, gerade für die T1, könnte sogar noch D2 sein, habe ich ja schon erwähnt. Aber wie gesagt, ich bedanke mich bei allen, die wieder bewertet haben. Es hat auch diesmal ein bisschen länger gedauert mit den Bewertungen. Ich will ja immer versuchen, so viel Bewertungen wie möglich zu sammeln. Ich mache zwischendrin immer wieder mal noch Facebook und Co. noch mal ein bisschen Auffrischungswerbung, damit die Leute, die es vielleicht noch nicht gelesen haben, noch mal bewerten können. Denn ich will ja immer so viele Bewertungen wie möglich in das Ganze drin haben, um auch einen so guten Durchschnittswert wie möglich zu bekommen. Und wenn auch ihr bewerten wollt bei den nächsten Schiffen, könnt ihr gerne machen. Abonniert einfach diesen Kanal. Oder liked mich auf Facebook, könnt ihr auf jeden Fall machen, dann dort werde ich mal alles posten, auch im offiziellen Forum werde ich das immer posten und auch in den Star Trek Online Gruppen, in den zwei großen, die es gibt, werde ich das immer posten, wenn es eine neue Umfrage gibt. Ansonsten, der Link zu der Umfrage steht da unten in der Videobeschreibung drin. Der Link wird sich nie ändern, ich werde immer nur die Umfrage anpassen. Das heißt, da könnt ihr auch regelmäßig reinschauen, um zu gucken. Vielleicht seht ihr gerade dieses Video, dann könnt ihr auch reinklicken und dann wisst ihr vielleicht dann auch, ob schon ein neues Video schon in der Umfrage ist, ein neues Schiff in der Umfrage ist. Und apropos neues Schiff, ich habe ja dieses Schiff hier als letztes T1-Schiff angekündigt. Und da wurde ich darauf hingewiesen gehabt, es gibt noch ein T1-Schiff. Ja, es gibt noch ein T1-Schiff, ich muss jetzt auch zugeben, ich habe das Schiffsklassennamen jetzt vergessen gehabt. Aber das ist ein taktisches T1-Schiff, was man mit der Steam-Version erwerben kann. Es gibt da nämlich so ein Steam-Pack, was man kaufen kann. Da ist dieses taktische Schiff dabei. Problem ist, ich spiele nicht über die Steam-Version, sondern ist immer noch die erste Installation seit der Beta und damals gab es dieses Spiel noch nicht bei Steam. Und ich habe jetzt lange ein bisschen rumgeschaut, wie ich das jetzt lösen kann, dass ich dieses Schiff auch in die Bewertung reinbekomme. Selbst mit Anfrage an Perfect World haben gemeint, das wird sehr schwierig sein, da nun mal Steam eigene Rechte im Prinzip dranhängen an diesen ganzen. Und dass da nicht so einfach ist, da überhaupt an dieses Schiff ranzukommen, wenn man nicht über Steam spielt. Andererseits habe ich jetzt auch eine Möglichkeit gefunden. Das heißt, diese Schiffsklasse wird auf jeden Fall reinkommen in dieses Bewertungslabor. Denn der gute Temeras hat dieses Schiff und wird im Prinzip das dann auch übernehmen, diese Bewertung. Und das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Wir werden das für euch möglich machen. Aber ich will eigentlich nur sagen, dass ich nicht versprechen kann, dass ich absolut jedes Schiff in die Bewertung reinpacken kann. Gerade bei diesem Steam-Schiff, ich habe nicht mal gewusst, dass es das überhaupt gibt. Ich wurde echt darauf hingewiesen gehabt und es gibt bestimmt noch ein, zwei Schiffe, wo ich nicht mal weiß, dass es das überhaupt gibt, weil es einfach an mir vorübergegangen ist. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, jedes Schiff in die Bewertung reinzukriegen. Kann es aber nicht versprechen. Aber ich habe auch einige Sensor-Schiffe und auch später, ich kenne einige, die auch diverse Schiffe haben. Also es wird auf jeden Fall nicht wenige Schiffe werden, es werden einige Schiffe werden. Und vielleicht ist ja auch das Schiff für euch dabei. Und ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen. Mir nochmal Dankeschön. Abonniert den Kanal, wenn ihr bei diesem Bewertungslabor dabei bleiben wollt und die nächsten anschauen wollt. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.